meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine beendeten Reihen aus 2015 geben. Ich habe in diesem Jahr echt einige Reihen für mich beendet und ja, die will ich euch heute einmal zeigen und präsentieren. Und ich würde sagen, da es einige sind, starten wir sofort durch mit der ersten. Das Ganze wird jetzt etwas geschnitten sein und ich werde immer nur eine Kleinigkeit zu den Büchern sagen, da es sonst viel, viel, viel zu lang dauern würde. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr und ich würde sagen, wir starten jetzt durch. Die erste Reihe, die ich 2015 beendet habe, war Feuer und Flut und Salz und Stein von Victoria Scott. Ich habe mir aber gerade von dem lieben David sagen lassen, dass Victoria Scott plant, da noch einen dritten Teil rauskommen zu lassen. Von daher nehme ich diese Reihe erstmal unter Vorbehalt mit in dieses Video. Eine Trilogie, die ich 2015 beendet habe, war die Dunklen Mächte von Kelly Armstrong, Schattenstunde, Seelennacht und Höllenglanz. Die ganzen Schätze sehen so nämlich aus. Zack, zack und zack. Wunderschön und ich liebe sie einfach. Sie sind richtig toll. Also solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Lohnt sich definitiv. Dann habe ich auch endlich beendet. Die ersten drei Teile habe ich ja 2014 schon gelesen. Ich habe mir mit dem letzten, dem vierten, ziemlich lange Zeit gelassen. Und ich bin umso froher, dass es jetzt endlich vorbei ist. Nämlich, kommt hoch. Unter dem Vampirmond von Amanda Hawking. Das sind die vier Teile und sie sind wunderschön und sehen richtig klasse im Bücherregal aus. Also falls ihr neugierig seid, dazu gibt es auch eine Reihenvorstellung. Schaut da unbedingt mal vorbei. Dann habe ich eine Dilogie beendet, nämlich, komm her. Jetzt wäre sie mir doch glatt runtergefallen. Teardrop und Waterfall von Lauren Kate. Die Autorin kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist die Autorin von der Engelsnacht-Reihe. Und diese Cover sind einfach wunderschön und passen so gut zu den Vorgänger, zu der Vorgänger-Tetralogie. Schaut hier mal vorbei, wenn ihr auf Atlantis steht. Dafür lohnt es sich auf alle Fälle. Dann habe ich eine ziemlich lange und große, schwere, total unhandliche Reihe gelesen, nämlich Ich hoffe, ich krieg sie hoch. Diese hier. Wo ist denn der 12? Da. Diese Reihe habe ich beendet 2015. Und ich bin sehr stolz und hoffe, sie erschlägt mich nicht. Ja, die House of Night Reihe. Super. Ich war irgendwie enttäuscht am Ende. Irgendwie hat sich diese Geschichte nicht so weiterentwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht war ich auch mittlerweile irgendwann einfach zu alt dafür. Trotzdem sind diese Bände einfach wunderschön zusammen im Bücherregal. Deswegen bleiben sie auf jeden Fall bei mir wohnen. Aber bevor sie mich jetzt hier erschlagen, stelle ich sie lieber zur Seite. Ich hoffe, ich kriege das hin. Weiter geht es mit einer Dilogie, nämlich Starters und Enders von Lissa Price. Hat mir gut gefallen. Das Ende fand ich nicht ganz so prickelnd, aber trotz alledem eine Reihe, die ich auf jeden Fall für alle Dystopien-Fans empfehlen würde. Dann ist mir noch 2015 zwischen die Finger gekommen. Zwischen den Welten, die Trilogie. Der letzte Teil war auch nicht so burnerhaft, aber trotzdem eine gute Reihe, die leider von Band zu Band ein wenig schlechter wird, aber trotzdem Spaß gemacht hat, weil sie eine sehr eigene und besondere Idee hatte. Und irgendwie steht sie auf dem Kopf, ne? Sie muss so rum sein. So ist sie richtig rum. Dann habe ich noch beendet Legend. Und es war so gut. Und alle, die es nicht gelesen haben, sind doof. Außerdem beendet habe ich Dark Moon und Dark Heart, eine Reihe, die man nicht gelesen haben muss. Und wir sind immer noch nicht fertig. Dabei dachte ich immer, dass ich gar nicht so viele Reihen beende. Aber es kommen doch noch einige, nämlich die Reihe von Colleen Hoover, weil ich Lake liebe, weil ich Will liebe und weil wir uns lieben. Der dritte Teil war in meinen Augen etwas überflüssig, aber ansonsten eine tolle, tolle, tolle Reihe. Dann eine Reihe, die in Deutschland nur drei Teile hat, deswegen erzähle ich sie jetzt mal für mich als beendet. Dark Academy von Gabrielle Poole. Hat mir gut gefallen, war jetzt nichts Besonderes, was man unbedingt
unbedingt gelesen haben muss, aber ganz okay. Dann noch eine Dilogie, die viele von euch da draußen lieben. Mich konnte sie nicht ganz so von sich begeistern, nämlich Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter von Carina Bartsch. Den zweiten Teil habe ich 2014 beendet und somit 2015 beendet und somit ist für diese Reihe Ende bei mir. Ich kann nicht mehr reden, wenn ich sie angucke. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hat sich jemand mitgezählt, wie viele Reihen ich bis jetzt gezeigt habe? Ich nämlich nicht. Ich kann euch am Ende gar nicht sagen, wie viele es waren. Dann beendet und das mit schwerem Herzen habe ich, und ihr ahnt es wahrscheinlich alle schon, Percy Jackson. Ich liebe Percy einfach und alle müssen Percy Jackson lesen, weil es einfach eine der besten Reihen ist, die es gibt. Außerdem für mich als beendet, weil es eigentlich nur eine Trilogie ist, habe ich Selection. Auf jeden Fall die ersten drei Bände. Da kommt ja jetzt noch eine zweite Reihe, ein Spin-off sozusagen raus. Aber das hat ja mit dieser Hauptstory von den ersten drei Bänden nichts mehr in dem Sinne zu tun. Deswegen zähle ich sie mal als beendet. Ausgelesen habe ich auch noch Von der Nacht verzaubert und seine beiden Geschwister, nämlich vom Mondlicht berührt und von den Sternen geküsst. Eine wunderschöne Reihe, die ihr alle gelesen haben solltet, die auch was ganz Spezielles und Besonderes hat. Und sie spielt in Paris, also für alle Paris-Liebhaber ein absolutes Lesemuss. Und einen Stapel habe ich noch und ich kann nicht mehr. Wer kommt eigentlich immer auf die Idee, diese Videos zu machen? Da steht noch so ein dicker Stapel, weil ich euch noch die Reihen zeigen wollte, die ich vollständig im Regal habe. Vielleicht schenke ich mir das auch, weil ihr habt jetzt schon fast alle gesehen, die ich vollständig beendet habe. Und puh! Ich habe 2015 beendet die Macht der Seelen-Reihe. Auf jeden Fall die ersten drei Bände, die als Trilogie anfangs angegeben waren. Jetzt ist ja noch ein vierter erschienen. Ich weiß nicht, ob der direkt jetzt damit zusammenhängt. Der spielt zwar noch mit einem Familienmitglied aus einem dieser Bücher, aber ich zähle es jetzt mal als anfänglich beendet, weil es eigentlich erstmal eine Trilogie war. Dann eine Tetralogie, die ich beendet habe, wo es mich auch gar nicht geschmerzt hat, dass ich sie beendet habe. Nämlich Mercy von Rebecca Lim war eine Durchschnittsreihe für mich. Also nichts Besonderes, was man unbedingt gelesen haben muss. Wenn ihr sie unbedingt lesen wollt, könnt ihr das tun, aber ich kann sie euch nicht empfehlen. Auch beendet habe ich, komm her, die Halo-Trilogie von Alexandra Adonetto. Den ersten Band fand ich okay, der zweite Band war gut und der dritte Band war einfach grottig. Mehr braucht man dazu meines Erachtens auch nicht sagen, weil das war ein Schuss in den Ofen. Hättest du es mal bei zwei Bänden belassen, dann wäre das Ganze besser gewesen in meinen Augen. Und zu guter Letzt die letzte Reihe, die ich beendet habe. Und da muss ich ganz schnell zählen, weil mein Akku blinkt. Komm her! Nämlich die Bestimmung von Veronica Ross. Da ja jetzt der dritte Teil in die Kinos kommt 2016, musste ich natürlich unbedingt den dritten Teil auch als Buch gelesen haben. Das habe ich damit getan und ich bin froh drum. Für mich ist die Reihe jetzt abgeschlossen und ja, ich bin ganz okay mit dem Ende. Ich wusste ja, was passiert, da ich gespoilert wurde. Und es sind insgesamt geworden 18 Reihen, die ich beendet habe. Das war ziemlich gut. Plus die eine Reihe, die unter Vorbehalt steht, wären es dann theoretisch 19 Reihen. Also damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Da habe ich 2015 echt einiges geschafft. Ich habe zwar nicht die Reihen beendet, die ich mir damals rausgesucht habe, aber ich habe Reihen beendet. Was will man mehr? Ja, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Reihen ihr so 2015 gelesen habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben!